Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Magitex Opening hier bei Gate to the Games. Und heute haben wir für euch ein Booster-Display der Magitex Extra-Serie zur Saison 2015-2016. Und wir wollen uns mal anschauen, was wir in einem Display hier Schönes drin haben. Kurz vorweg, das sind 2-Euro-Booster, das heißt, ihr habt da 10 Karten drin, nicht 5 Karten, wie in den meisten normalen 15-16er-Boostern. Da gibt es ja auch die 10er-Variante, bei Magitex Extra gibt es aber nur die 10-Karten-Booster. Besonderheit, wir haben die brandneuen Früher- und Heute-Duo-Karten, die jeweils eine Club-Legende zusammen mit einem aktuellen Spieler des gleichen Clubs abbilden. Und das ist brandneu, finde ich sehr cool. Da können wir zum Beispiel Leute haben wie Rudi Völler und Stefan Kiesling, oder hier haben wir Toni Schumacher und Timo Horn. Auf jeden Fall sehr coole Sache. Limitierte Karte kann wieder dabei sein und wir haben noch ein paar sehr seltene Sonderkarten von Marco Reus mit Autogramm oder mit einem Stück seines Schuhs, die sehr, sehr stark limitiert sind. Ich glaube auf... wartet, Moment... auf 400 Karten mit einem Stück Schuh und 300 Karten mit Originalautogramm. Also super, super, super selten. Diese Karten sind dementsprechend mega viel wert. Und wir schauen uns an, ob wir vielleicht Glück haben, hier eine zu ziehen. Aber natürlich hat die Edition auch sonst eine Menge zu bieten. Und das schauen wir uns an. Denn wir haben natürlich neue Transfers, Club 100, Kader-Updates, alles Mögliche. Das sind die Booster 10 Karten. 25 sind in einem Display. Und wir fangen direkt an. Ach ja, in jedem Booster ist auch mindestens eine holographische Karte. Von daher lohnen sich diese 2 Euro für das Booster schon ziemlich gut. Oh, jetzt habe ich da gleich schon was verraten. Na, können wir die gleich nehmen. Da haben wir nämlich die limitierte Auflage im Set, die wir auch vorne auf dem Booster abgebildet haben. Ist natürlich jetzt der Knaller, dass wir die gleich im ersten Booster haben. Nämlich Robert Lewandowski, da sehen wir es in der silbernen limitierten Auflage. Sehr schön, die bronzene ist natürlich am häufigsten vertreten. Die goldene ziemlich selten, also mit der silbernen können wir uns eigentlich schon sehr glücklich schätzen. Schöne Sache. Der Robert. So, weiter geht's. Hier haben wir eine Kapitänkarte, nämlich Christian Schulz. Dann haben wir Strobel hier. Wir gehen einfach mal komplett durch. Kessel, Clement, Cohen, Chandler, Lorenzen, Licciano. Und da haben wir unsere erste Viererkette-Karte. Sorg, Felipe Schulz und Albonos. Jetzt haben wir praktisch im ersten Booster schon 2 Holokarten drin gehabt. Booster Nummer 2. Was haben wir da Schönes? Das muss mich erstmal. Ah! Da muss mich erstmal wieder raus reinfuchsen, wie ich die Karten halten muss. So, hier fangen wir an und gehen die Kamms erstmal durch. Wenn was Schönes dabei ist. Oh, hier guck mal, da haben wir die erste Früher- und Heute-Karte mit Jürgen Klopp und Nico Bungert vom FSV Mainz. Bauer. Dann, was haben wir da? Neuer Transfer, seht ihr hier, ist auch neu. Eine neue Offensiv-Trio-Karte. Und hier haben wir nochmal eine limitierte Auflage, nämlich Robert Lewandowski in Bronze. Zweite limitierte Auflage. Und dazu noch einen Matchwinner, also 3 Holos in einem Booster. Das ist schon richtig geil. Da haben wir nämlich Ramazan Öcalan. Sehr schön. So, dann haben wir hier eine Cup-Karte, nämlich Jonathan Schmid, packen wir auch mal extra und dann gehen wir hier wieder die Cummins durch, da haben wir Rudi Völler und Stefan Kiesling, was ich vorhin schon gesagt habe, noch eine Früher- und Heute-Karte, Mario Mandzukic und Max Kruse, eine Kapitänkarte, zweite Liga, noch eine Kapitänkarte und ein neuer Transfer und wieder eine Offensiv-Trio-Karte. Also die Früher-Heute-Karten, finde ich, ist schon eine schöne Sache. Es gab ja schon mal eine Extra-Serie, da gab es die Legenden-Karten. Die fand ich auch sehr cool, die waren so golden, die sahen auch richtig geil aus. Aber diese, die Idee finde ich auch sehr schön. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn die vielleicht noch holographisch gewesen wären, aber trotzdem eine tolle Idee und natürlich zur Erweiterung des Sets. Eine schöne Sache. Clemens Fritz haben wir da. Und noch eine Viererkette-Karte. Levels, Mate, Pübner und Stuttner. Und dann haben wir hier unseren ersten Hattrick-Helden, nämlich Aubameyang. Sehr schön. Von Borussia Dortmund. Weiter geht's mit einer Cup-Karte.
Früher und heute haben wir hier wieder mit Sebastian Kehl. Ungefähr 200 Karten sind das, ein bisschen mehr, die jetzt durch die Extra-Serie dazukommen. Und hier haben wir nochmal Meier, Sahne und Moting als Offensiv-Trio-Karte. Wenn ihr Interesse habt an den Karten, schaut gerne bei uns im Shop vorbei. Da findet ihr die Booster-Displays und auch die Einzelkarten ab 20 Cent. Wenn euch da ein paar Karten fehlen, schaut da gerne rein. Vielleicht findet ihr ja, was ihr braucht. Ansonsten machen wir hier weiter mit Maximilian Arnold als Cup-Karte. Die Cummins können wir wieder ein bisschen überfliegen. Und die gleiche Viererkette-Karte wie vorhin. So, hier haben wir Javi Martinez. Javi Martinez, weiter geht's. Eine neue Viererkette-Karte und den ersten Matchwinner, nämlich Timo Werner. Ich sortiere die hier mal. Ne, der zweite Matchwinner schon. Quatsch. Ich sortiere hier mal. Dann schauen wir uns das mal an. Am besten der Knaller wäre natürlich die Marco Reus-Karte mit einem Stück Fußballschuh oder dem Autogramm. Hier haben wir Lothar Matthäus und Xabi Alonso. Eine Offensiv-Trio-Karte und weit wieder ein Hattrick-Helden, nämlich Salomon Kalou. Hier haben wir wieder eine Cup-Karte. Und dann geht es weiter mit dem guten Mats. Und einer weiteren Offensiv-Trio-Karte. Hier haben wir Javier Hernandez als Hattrick-Helden. Club 100 fehlt noch bisher. Aber man sieht schon, dass wir viele Karten haben, bisher gezogen haben und noch wenige doppelt haben. Von daher spricht das wieder einmal dafür, dass es ein schönes, umfangreiches Set ist. Insgesamt ungefähr 600 Karten wird dann die 15-16-Serie enthalten. Hier haben wir wieder eine Cup-Karte. Uwe Seeler, unvergessen. Und wieder eine Viererkette-Karte. Mich nervt das ja ein bisschen, dass man ständig bei Match Attacks immer die ganzen Karten umdrehen muss. Und die dann irgendwie alle kreuz und quer sind. Aber man kann ja nicht alles haben. Hier haben wir Bas Dost, wieder eine Matchwinner-Karte. Und wieder die Cummins. Oder Basiskarten. Noch eine Offensiv-Trio. Ja, so, wieder eine Cup-Karte. Das mit den Stadionkarten, früher fand ich eigentlich auch ganz gut, dass man die Cup-Karten da drauflegen konnte und den Spieler dann im Stadion hatte. Das war eine nette Idee. Hier haben wir wieder eine Viererkette-Karte. Ich spüre schon wieder eine Cup-Karte. Lars Stindl. Früher und heute wieder. Und hier haben wir wieder eine Offensiv-Trio-Karte. Also wir haben die Limitierten sehr früh gezogen, aber bisher noch keine Club 100 oder seltener. Deswegen sind wir doch mal noch gespannt, was da noch kommt. Hier haben wir wieder eine Offensiv-Trio-Karte. Wieder eine Cup-Karte. Und eine Matchwinner-Karte. Frederik Sørensen. Und ich sehe schon, er glitzert wieder. Wird es ein Offensiv-Trio oder eine Viererkette? Ich sag Offensiv-Trio. Viererkette. Ah, fast. Die Bayern-Viererkette. Wie in den anderen Match-Attack-Serien auch, ist hier Bayern und Dortmund natürlich preislich die am höchsten dotierten Karten, weil sie einfach eben am begehrtesten sind. Aber es gibt auch ein paar andere Mannschaften, die wirklich sehr beliebt sind, wie zum Beispiel hier gerade Schalke, Leverkusen auch,
So, da haben wir hier den ersten FC Köln. Und hier haben wir eine Offensiv-Trio-Karte. Ich bin echt mal gespannt, was wir hier jetzt noch hier drin haben. Also eine Club 100 sollte ja jetzt wenigstens noch dabei sein, hoffe ich mal. Oder zwei. Oder waren es die Hattrick-Helden? Wir werden es sehen. Wieder ein Offensiv-Trio. Auf jeden Fall für seine 2 Euro pro Booster ist das echt okay. Und hier haben wir wieder einen Hattrick-Helden, nämlich Max Kruse. Und weiter geht's. Jetzt haben wir doch schon die Cummins, so dass die langsam mal ein bisschen öfter da waren. Hier haben wir wieder eine Viererkette-Karte, die hatten wir auch schon. So, jetzt kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen flotter hier machen. Wir wissen ja jetzt, was hier überall so Schönes drin ist. An Cummins hatten wir das meist jetzt schon gesehen. Und hier haben wir wieder eine Viererkette-Karte, eine Cup-Karte wieder und wieder einen Matchwinner, Kevin Volland. Drei Booster sind es noch. Haben wir Philipp Lahm. Und wieder eine Offensiv-Trio-Karte. Das vorletzte Booster ist hier der Reus-Schuh drin. Das erste ist eine Cup-Karte. Und weiter geht's mit den Basiskarten und eine Offensiv-Trio-Karte. Und jetzt, aller guten Dinge sind 25. Hier ist das Autogramm oder ein Stück vom Schuh drin. Von dem guten Marco. So, ich nehme es mal aus dem Bild, dass ich hier das schon mal gut hinpacken kann. So, da haben wir hier Ramos, Schäfer. Und es glitzert schon. Glitzern ist immer gut. Da haben wir zunächst die Dortmund-Viererkette. Ginter, Sokrates, Hummels und Schmelzer. Und eine Cup-Karte, nämlich Konstantin Rausch. Und die letzte Karte im 25. Booster ist sehr geil. Hier haben wir unsere Club 100-Karte, nämlich Douglas Costa vom FC Bayern München. Sehr schön, die beste Club 100-Karte in der Extraserie. Richtig schön. Und zusätzlich hatten wir ja noch die beiden Lewandowskis in Silber und Bronze. Auch sehr schön. Und ja, das war unser Extra-Display. Wir machen noch ein paar mehr auf für euch. Die könnt ihr dann auch alle bei uns im Shop kaufen, wenn ihr möchtet. Die Einzelkarten oder die Displays. Wir gehen jetzt aber nochmal durch. Wir hatten 25 Booster, kosten A 2 Euro im Laden. Bei uns sind die Displays und die Booster alle ein bisschen günstiger. Und wir hatten dabei Cup-Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Cup-Karten, 5 Matchwinner. 4 Hattrick-Helden sind wir schon mal bei 19. Dann hatten wir die beiden Lewandowskis, sind wir bei 21. Die Club 100 sind wir bei 23. Und dann hatten wir noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4. 24. So. Jetzt habe ich es vergessen. 24 plus das, was davor war, war auch irgendwas über 20. Auf jeden Fall haben wir im Großen und Ganzen, ich denke mal, pro Booster einen Schnitt von 1,8 Holo-Karten oder so. Das heißt, wir haben in zwei Boostern auf jeden Fall mindestens drei Holos dabei. Das ist schon eine echt schöne Sache für den Preis. Wenn ich das vergleiche mit anderen Spielen, da kosten, weiß ich nicht, 15 Karten irgendwie 3 Euro und man hat, wenn man Glück hat, eine Holo dabei oder gar keine. Also ist eigentlich schon preislich echt schön. Und ansonsten sehr schöne Serie. Die Früher-Heute-Karten finde ich total cool. Und dann ist natürlich auch, sind die Marco-Reus-Karten echt ein Grund, sich das Set mal ein bisschen näher anzusehen. Und natürlich, um seine Sammlung zu erweitern. Auf jeden Fall sehr schöne Edition. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne bei uns im Shop vorbeischauen, wenn euch da noch was fehlt. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video und sage bis dann.